Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ella, Seppo und ich, eure Schulsozialarbeiterin. Ihr fragt euch sicherlich gerade, was der Seppo da wieder im Maul hat, ne? Ich klaus ihm mal ein Pinsel. Pinsel ist ein Teil, den ihr heute braucht. Dann gibt's eine Farbpalette, am besten mit Acrylfarben, wenn ihr zu Hause habt. Und ihr braucht Steine. Ganz normale, einfache Steine. Warum brauchen wir Steine? Wir möchten nämlich heute mit euch Steine bemalen als Tipp und Projekt des Tages. Vielleicht habt ihr schon von den Allersteinen, von den Elbsteinen oder den Wandersteinen gehört. Wenn nicht, dann erklären wir euch jetzt mal ganz kurz, was das ist. Das ist ein Projekt, das in den USA 2015 ursprünglich gestartet ist und mittlerweile schon ganz viele begeisterte Mitmacher findet. Dabei werden Steine bemalt. Wir zeigen euch mal einen, den wir eben schon mal angefangen haben. Den haben wir in Gelb grundiert, mit Rot ein Herz und Schwarz eine Schnur dran gemacht. Das war so mal unser erster kreativer Versuch damit. Jetzt werden diese Steine, da gibt es zwei Möglichkeiten, beim Wandern, beim Spazierengehen im Park an Stellen, wo man dran zum Beispiel an der Parkbank, auf einem Mäuerchen, an einem Mülleimer, am Baum, wo man ihn so sehen kann, ausgelegt. Die Steine sollen Freude bringen und den Spaziergang ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen bunter machen, so dass es für Kinder wirklich eine Freude ist, daran teilzunehmen. Wie gesagt, es kommt aus den USA. Happy Stones Project hieß das ursprünglich. Und wenn man so einen Stein findet, mittlerweile gibt es da ganz viele Facebook-Gruppen, auch für eure Stadt mit Sicherheit, dann kann man ein Foto des Steins machen, lädt das auf der entsprechenden Facebook-Seite hoch und nimmt den Stein ein Stück mit auf seinem Spaziergang und legt ihn an einer anderen Stelle wieder hin. Das ist eine Variante. Im Moment, in der Krisenzeit, hat sich eine andere Methode, aber auch mit den bemalten Steinen durchgesetzt. Und die sieht so aus, dass man die Steine alle, die bemalt sind, so nebeneinander legt, sieht man das da so ein bisschen, und man eine ganz lange Steinkette macht. Da sind total tolle Kunstwerke bei, kann ich euch sagen. Also Ella, Seppo und ich waren schon schwer begeistert von dem, was wir da gesehen haben. Natürlich möchten wir da auch unseren kleinen Beitrag zu leisten und sind hier fleißig. Da haben wir einen etwas größeren Stein jetzt auch schon mal mit Weiß grundiert und überlegen, was wir darauf malen könnten. Ich hatte ja jetzt die Idee, weil der Stein ein bisschen größer ist, dass ich Ella und Seppo versuche, darauf zu zeichnen. Das kann ich leider nicht live machen, während ihr zuschaut. Ich muss mir dann auch erst noch mal überlegen, wie kriege ich das am besten hin. Ich würde euch das Ergebnis dann aber morgen im neuen Video zeigen. Ihr könnt mir aber, beziehungsweise ihr könnt uns, eine Nachricht schreiben oder in den Kommentaren, was ihr denn gerne hättet, was wir mal versuchen, so auf einen Stein drauf zu malen. Vielleicht habt ihr ein paar tolle Vorschläge für uns. Ich habe jetzt das mit dem Herz probiert. Wie ihr wisst, künstlerisch üben wir noch. Das machen wir aber total gerne für euch. Und vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge für uns und könnt uns einfach mal sagen, was wäre denn eine tolle Idee? Ella, Seppo und ich, wir werkeln hier noch mit den paar Steinen, die wir haben, was weiter. Wir werden in den nächsten Tagen sicherlich auch noch eine Reihe von Steinen sammeln und bemalen und die dann bei unseren Spaziergängen verteilen. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr an diesem Tipp des Tages teilnehmen würdet. Gerne ladet auch die Bilder hoch und zeigt uns, was ihr für tolle Kunstwerke gemacht habt. Und dann würde ich sagen, machen wir die Welt ein bisschen bunter, ein bisschen fröhlicher mit unseren Steinchen. Und Steine, das wisst ihr ja,
die kriegt man so schnell nicht kaputt. Und das ist auch der Trick dabei. So ein Stein, der hält eine ganze Weile. Ziemlich, ziemlich lange sogar. Und vielleicht sind diese Steine ganz besondere Hoffnungsbringer in dieser Zeit und ganz besondere Freudensteine, die uns und euch einen etwas fröhlicheren Tag bescheren. Haltet also Ausschau, wenn ihr spazieren seid, ob ihr auch von diesen tollen Steinen findet. Lasst es uns wissen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss!